Die Olympischen Winterspiele 2018 sind am Sonntag zu Ende gegangen. Team Deutschland holte in Pyeongchang 31 Medaillen. Bei der Abschlussfeier trug der Eishockeyspieler Christian Erhoff die Fahne für Team Deutschland. Das ist schon eine Riesenehre. Zuvor hatte seine Mannschaft Silber in einem hochspannenden Finale gegen das Team der Olympischen Athleten aus Russland gewonnen. Silber! 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 Das Spiel war sensationell, dass die Deutschen gegen die Russen so mithalten können, dann 3-2 geführt. Also Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, völlig begeistert. Viel Geld ausgegeben, aber trotzdem völlig begeistert. Es war ein sehr hartes Spiel, ein sehr spannendes, aber war glaube ich, ein faires Match. Der Deutsche Olympische Sportbund zog am Tag zuvor eine positive Bilanz. Dirk Schimmelpfennig, Vorstand Leistungssport im DOSB und in Pyeongchang Chef de Mission. Ja, ich denke, wir haben hier vor gut 14 Tagen gesessen und haben gesagt, die deutsche Mannschaft ist so stark, dass sie jeden Tag um Medaillen mitkämpfen kann. Und das hat diese Mannschaft bei diesen Olympischen Spielen sehr eindrucksvoll getan. Wir blicken auf sehr erfolgreiche Spiele zurück. Und wenn man das im Gesamtrahmen sieht, dann muss man eigentlich sagen, dass Team D aus diesen Olympischen Spielen ein sportliches Spektakel gemacht hat. Am Ende waren es 14-mal Gold, 10-mal Silber und 7-mal Bronze für Deutschland. Zu diesen kamen 43 Platzierungen auf den Rängen 4 bis 8. Damit übertraf der DOSB das selbstgesteckte Ziel, das Ergebnis von Sotschi 2014 zu toppen, bei weitem.